Dass moderne Energieversorgung und traditionelle Handwerkskunst sich nicht ausschließt, das zeigen wir euch heute in unserem Video. Wie einfach das geht, das zeigt das Beispiel der Firma Paul Kienzler Holzwarenfabrik hier in Schonach im Schwarzwald. Ja, Johannes, würdest du dich und die Paul Kienzler Holzwarenfabrik einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Willkommen, Nicola, hier bei unserer Firma. Ja, uns gibt es seit rund 4 Generationen, also weit über 100 Jahren. 1896 hat mein Großvater die Firma gegründet, respektive sein Sohn Paul Kienzler hat sich aus der Firma rausgetrennt und hat eine eigene Firma gegründet. Und so gibt es uns seit 1928. Was sind die heutigen Herausforderungen für eine Firma wie diese? Ja, die sind natürlich vielfältig. Wir stellen ja hauptsächlich Kuckucksuhren, also Uhrengehäuse, alles möglich drumherum für die Uhren her. Und da ist natürlich sehr viel Handarbeit mit drin. Aber natürlich haben wir sehr viel Technologie in unserer Firma und die ist in einem Einklang, in einem guten Mix zu finden. Das ist natürlich eine Herausforderung, so dass wir natürlich preislich hier im Schwarzwald in Deutschland noch können produzieren. Klingt spannend. Sollen wir uns das mal anschauen? Ja, gerne. Lade ich dich dazu ein. Schwierige Jahre liegen ja hinter uns. Stichwort Krisenjahr 2022. Was war da so die Herausforderung für euch in Bezug auf die Energieversorgung? Ja, es war natürlich Corona. Dann, es war eine sehr schwierige Zeit, weil innerhalb von nicht wissen, was wir zuerst liefern, innerhalb ein paar Tage war unser Betrieb stillgelegt, weil es war ja weltweit kein Tourismus mehr, die Geschäfte waren zu und. Und das hat uns natürlich schon tief berührt oder halt dann natürlich auch, es war nicht einfach. Ja. Und energiepolitisch kam dann ja obendrauf, also die Energiepreise gingen ja nach oben. Mhm. Und in der Zeit oder eigentlich vorher schon kam praktisch der Spotmarkt. Ihr habt uns das angeboten und ich sah eigentlich nur Vorteile da drin. A, Transparenz, günstigere Preise, marktgerechte Preise. Das, was jetzt gerade ist und im Vergleich zu langfristigen Verträgen habe ich hier eigentlich deutliche Vorteile. Und natürlich auch bei einem hohen Verbrauch mit diesem günstigen Preis. Und dann kam natürlich auch unsere Investition in Photovoltaik und das im richtigen Mix. Mhm. Und wir haben bei der Sanierung von unseren Holzlagerdächern haben wir gleich Photovoltaik mit integriert, mit Ost-Süd-West-Seite, so dass wir am Morgen schon mit den ersten Sonnenstrahlen eigene Energie können suggerieren. Und so habe ich einen tollen Mix mit Spotmarkt und eigener Energie. Sehr gut. Und wie lange seid ihr schon Kunde bei der EGT? Also ich seit 1996, da habe ich die Firma übernommen von meinem Vater, aber eigentlich schon seit es uns gibt, weil früher gab es eigentlich ja nur die EGT oder man konnte ja nur Energie von der EGT beziehen. Jetzt wäre man zwar offen, aber ich sehe eigentlich keinen Grund zu wechseln, weil ihr seid vor Ort. Viele Ansprechpartner kennt man auch persönlich und da hat man natürlich auch das Vertrauen, dass einem sprichwörtlich nicht irgendwas verkauft wird, was so die gefühlte Waschmaschine, wenn man ganz was anderes bestellt. Ja, welchen ungefähren Energieverbrauch habt ihr denn so im Jahr? Ja, also das Spitzenjahr war mal so bei rund 128.000 und jetzt schwanken wir so über 100. Mhm. Das ist so eigentlich Standard, ja. Okay. Und du hast schon mal die Dachsanierung angesprochen. Was hat dich außerhalb der Dachsanierung noch dazu motiviert, eine PV-Anlage für die Eigenerzeugung aufs Dach zu setzen? Ja, einfach der Eigenverbrauch. Ich liebe es ein bisschen in Richtung Autarkie zu gehen. Da haben wir ja auch in der Heizung, da sind wir komplett autark. Aber natürlich auch, die Zeit muss weitergehen. Mhm. Und wir haben privat schon länger Photovoltaik. Und macht einfach Sinn. Und die Sonne ist da und wir können sie nutzen. Das ist doch toll. Und
ja, einfach auch der Umweltgedanke. Man muss sich weiterentwickeln und man soll sich weiterentwickeln. Wenn man natürlich auch noch ein schönes Ergebnis daraus zielt, dass die Investition sich bemerkbar macht und das sind mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das stimmt. Habt ihr dann die ganze Produktion auch auf die Thematik Eigenerzeugung angepasst? Ja, da habe ich so ein bisschen ein Hausmodell. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe Sommer- und Winterzeit. Also sprich, wenn die Zeit umgestellt wird, habe ich mit meinen Mitarbeitern besprochen, ob sie da mitfahren, dass wir im Winter erst um 8 anfangen, statt um 7. Weil da haben wir dann einfach, da wir im Einschichtbetrieb arbeiten, haben wir mehr Sonnenstunden, also mehr Tageslichtstunden. Ergo mehr Energie vom Dach. Also wir können die Anlage mehr nutzen. Mhm. Und dann habe ich als zweites, egal ob es jetzt um 8 ist oder um 7 dann in der Sommerzeit, fange ich eine halbe Stunde früher an mit Maschinen einschalten. Also sprich, ich werde ja gemessen im Viertelstundentakt und dann mache ich zwischen 6:30 und 6:45 mache ich die Druckluftanlage an. Dann zwischen 6:30 und 7 die Absauganlage wird vom Mitarbeiter, der dann kommt, eingeschalten. Und um 7 geht es dann los mit den Maschinen. Also ja, wir bringen diese Spitze dadurch weg. Also nicht um 7 und die 2-3 Minuten später wird sämtliches Sach eingeschalten und natürlich auch mit Anlaufstrom. Und da haben wir einen hohen Spitzewert, also mehr Verbrauch und ihr müsst mehr bereithalten zum Beispiel. Das kappen wir und haben dadurch auch positive Ergebnisse. Und das sind Kleinigkeiten. Ich denke mal später, ich mache das jetzt noch manuell. Ich finde das spannend, vielleicht für die Zukunft, für KI. Jetzt in Bezug auf deine Produktion, auf dein Unternehmen, kannst du das EGT-Spot-Produkt oder den Spotmarkt an sich weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der die Möglichkeit kriegt oder wo es ihr anbietet, würde ich auf jeden Fall umstellen. Und gerade der Mix mit eigener Energie und Spot, ich finde das genial. Also momentan das Beste, was es auf dem Markt gibt. Sehr gut. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was siehst du für Herausforderungen als Unternehmer, vor denen man in der Zukunft stehen wird? Ja, die sind natürlich mannigfaltig. Wir haben schon einen intensiven Druck durch Regulierungen, durch dies und jenes. Gerade Deutschland hat es mal richtig stark gemacht, dass wir die Vielfalt von Unternehmen hatten, ob es vom Ein-Mann-Betrieb über 10, über 100, über größere Firmen. Aber es ist gerade so Familienbetriebe, die werden immer mehr stranguliert. Und das, man spricht zwar von Bürokratieabbau, aber ich finde nicht. Und das ist eine sehr schwierige Herausforderung. Vor allen Dingen auch, dass man das noch machen will. Und dann vor allen Dingen auch schmackhaft machen für die zukünftige Generation. Weil wenn man Ärger hat oder wenn man dementsprechend über das oder jenes sich wundert, für was das jetzt sein muss, dann kommt es mit in die Familie, man diskutiert das. Und das ist sicher keine Werbung für die junge Generation, sich selbstständig zu machen. Dann auch das schlechte Licht manchmal für Unternehmer. Also Unternehmer kommt von was unternehmen. Und wir stellen Arbeitsplätze, wir schauen, dass Steuereinnahmen kommen und. Und nur so kann es funktionieren. Und ich denke, es gibt bei allem gibt es schwarze Schafe. Aber ich glaube, die große Mehrheit tickt anders. Die wollen Mitarbeiter haben, zufriedene Mitarbeiter, eine tolle Ökobilanz oder wie man es auch nennen mag und natürlich auch attraktive Produkte herstellen. Und da sind wir momentan ganz schwierig unterwegs. Also das muss sich, die Stimmung muss sich ändern, unsere Politik muss sich ändern, wir müssen nach vorne schauen und natürlich auch offen sein für alles. Sei es in verschiedene Energien, verschiedene Mechanismen, alles Mögliche, Arbeitszeit und. Aber da haben wir noch ein großes Steckenpferd vor uns. Und da müssen wir alle dran arbeiten und dann wird es vielleicht auch wieder besser und unser Standort Deutschland wieder vielleicht die Top 1 in der Welt. Hoffen wir, dass da die Zukunft hingeht. Vielen Dank, Johannes, für die Einblicke in deine tolle Firma hier. War sehr interessant auf jeden Fall. Wir hoffen, wir konnten euch hier tolle Einblicke in das Thema Energiebeschaffung auch für produzierende Unternehmen geben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir freuen uns über einen Daumen hoch. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Time to Change.